Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Fußballfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt und Fußballmanager 19 bei Brentford, der Mannschaft, die durch mich vermutlich absteigt. Alter Schwede, ey. Was ein Kampf, ja? Ich habe mir überlegt, ich habe ein paar Tutorial-Videos geguckt mittlerweile zum Thema Taktik und so weiter. Ich habe mir so einiges überlegt. Das erste ist, wir werden vermutlich eh nicht gewinnen. Ja, das hört sich jetzt blöd an, aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Wir werden vermutlich eh nicht gewinnen. Und Alter, ich will die einfach nur. Hallo? Dieser Manager. So, jetzt. So, wir fangen mal komplett von vorne an. Ja? Diese Taktik, das ist ja eigentlich eine, die wir. Ich bin gerade am Überlegen. Wir haben zwei Taktiken gespeichert, ne? So, aber ich will eine ganz neue machen. Und zwar eine komplett eigene. Das soll eine 4-4-2 werden. Eventuell mehr so als Raute. Ich bin mir aber noch nicht so sicher. Also ich kämpfe mit so einigen Dingen, ja. Ich meine, wir haben nicht die Leute. Eigentlich haben wir nicht die Leute. Vielleicht ist das der falsche Anfang. Vielleicht ist das wirklich der falsche Anfang. Lass uns erstmal was ganz anderes machen. Ich suche gerade die Kadertiefe. Ha, genau, die Kadertiefe. So. Stürmer. Wen haben wir denn alles als Stürmer? Wir haben unheimlich viele Stürmer, sehe ich gerade. So, Canos ist kein Stürmer. Der fliegt schon mal raus da. Sawyers auch. Wieso ist der gelb? Den haben wir verliehen, oder? Raus da. So, das sind eigentlich unsere Stürmer, die wir haben. Wir haben ziemlich viele Stürmer. Ja, ich dachte, wir hätten keine, aber wir haben eigentlich ziemlich viele Stürmer. Wir haben, dass man hier nicht scrollen kann. Wir haben im Prinzip haben wir 6 Stürmer. Eigentlich ist das genauso blöd. Wenn ich keine Aufstellung habe, kann ich auch keine Leute zuordnen, dieser Aufstellung gegenüber. Wir schmeißen mal alle raus, die definitiv nicht auf den Positionen spielen werden. Dass wir mal einen Überblick kriegen, was wir überhaupt haben und was wir nicht haben. So, ich will, dass mindestens 3 Sterne vorhanden sind für die Position. Wenn man denn dort spielen will. Und ich bin gerade am Überlegen, haben wir hier... Haben wir noch einen, der 3 Sterne hat? Nee, wir haben keinen mehr, der 3 Sterne hat für die Position. So, also hier vorne kommt eigentlich auch Samuel nicht in Frage, weil der hat ja auch keine 3 Sterne. Genauso wenig Benrahma, der hat ja auch keine 3 Sterne. Ja, also es ist schon sehr interessant, was dabei rauskommt, wenn du dann mal hier so ein paar Einstellungen machst. Da haben wir nämlich 3 Stürmer, die noch mal 3 Sterne haben, die wir für die Position aber einsetzen. So, was haben wir hier? Mittelfeld zentral links. Wir kicken Spieler aus diesen Aufstellungen. Und es ist sehr, sehr interessant, was da alles so zum Vorschein kommt. So, wir gehen das erstmal so durch, dass wir alle, die keine 3 Sterne haben, rausschmeißen.
Ich glaube, das gibt einen besten Überblick. Wir können dann noch um die erweitern, die wir noch haben. Nur um überhaupt mal zu sehen, wie gut oder wie schlecht wir aufgestellt sind. Ja, ist schon erschreckend, ne? Wenn man sich das anguckt. Das wäre nämlich eigentlich eine Mannschaft, wo ich sagen würde, jawohl, ja. Aber wenn wir uns dann angucken, dass wir zum Beispiel links gar keinen haben und im Tor nur einen haben, ist das dann doch ein bisschen armselig. Wer könnte denn links? Tom Field haben wir auch verliehen, wahrscheinlich. Ja, klar. An wen haben wir denn den verliehen? Das interessiert mich jetzt mal. Verliehen zu denen. Die spielen in Skybet League 2. Puh. Den haben wir schon zweimal verliehen, wie es aussieht. Der kommt kaum zum Einsatz. Ja, schon erschreckend. Gut, also eigentlich haben wir hier ihn und ihn. Und vielleicht unter Umständen als Ersatz ihn. Unter Umständen als Ersatz. Aber eigentlich haben wir die zwei. Und davon ist er hier eigentlich schon der Ersatz von Henry. Ne? Und Babett ist eigentlich, Babett gehört hier eigentlich nicht hin. So. Da steht das nämlich schon mal fest. Babett ist generell, wenn ich mir das angucke, ist er eigentlich nicht so der tollste Spieler. Eigentlich müsste man mit mir fahren, Konsa und Genevieve fahren und Babett nur einwechseln als Ersatzspieler. Klingt hart, ist aber so. So, der hier braucht einen Ersatz. Ersatz lassen wir auch 3,5 Sterne zu. Aber wir brauchen ja eigentlich gar keinen Ersatz, oder? Wir haben ja eigentlich, wenn ich das so richtig sehe, haben wir ja überall genügend Leute. Na gut, im Sturm brauchen wir schon einen Ersatz. So, da haben wir drei Leute zum Ersatz. Einmal hätten wir hier den Force, dann den Benrahma und dann den Samuel. Und das ist schon erschreckend, dass der, den wir praktisch neu verpflichtet haben, als eine von vielen Optionen zur Verfügung steht. Ich würde sagen, Watkins nehmen wir mal aus der Gleichung hier raus, weil den haben wir entweder hier oder hier laufen. Eher hier, weil da sind wir schwach besetzt. Benrahma weiß ich nicht, ob wir den aus der Gleichung nehmen sollen. Ich meine, wir haben hier Clark, wir haben hier Canos, wir hätten hier Benrahma, wir hätten hier Watkins, den wir einsetzen können. Also wir können Benrahma schon mal so als Jumper Lee bringen, ne? Schön finde ich, dass der Watkins, dass der recht austauschbar ist hier in der Offensive. Wir können ihn als Stürmer setzen, als OM rechts, als OMZ und als OML. Das ist schon mal sehr gut. Das nehmen wir gerne mit. Was mich ein bisschen erschreckt, ist die Tatsache, dass wir unsere Spieler Mac Ashran, dass wir den überhaupt nicht auf der Liste haben. Das hat schon was, weil eigentlich müsste ich hier McLeod und Judge mit einsetzen. Josh da Silva. Mac Ashran ist noch nicht mal besser als Josh da Silva, wenn man das genau sieht. Das ist schon arg hart. Ich meine, wir haben die ganze Zeit mit dem gespielt. Das ist mir nie so bewusst aufgefallen, dass der so leistungsmäßig eigentlich so überhaupt nicht da reinpasst, ja, in diese Aufgabenbereiche. Der hat nur 2,5 Sterne, wenn wir den als Mittelfeld zentral reinstellen. Das ist schon ein Highlight. Und dann haben wir hier einen Josh. Da Silva, der hat ein Mordspotenzial, ist super als BBM. Und
Hat auch 2,5 Sterne. Also ist genauso gut wie McAshen. Also brauchen wir uns also keinen Kopf machen. Den können wir durchaus einsetzen. So, ich schmeiß die mal hier raus, weil die hier dabei stehen. Das hat schon was. Das hat schon was. Das rüttelt mich schon ein bisschen wach, was die Aufstellung angeht. Tja, wir sind mit eine junge Mannschaft, wenn ich das hier richtig sehe. Wir sind eigentlich die jüngste Mannschaft. Wir sind nicht wirklich groß. Also ich vermute mal, das ist eine Mannschaft, die im Umbruch steckt. Würde ich jetzt einfach mal so sehen. Und wir sind ganz schlecht, was Kopfballspiele und so angeht. Wir brauchen eine Taktik, wo wir keine Kopfbälle brauchen. Also es hört sich jetzt blöd an, wenn ich das sage. Ich habe lange überlegt, welche Taktik musst du machen, wenn du keine Kopfbälle haben willst. Also eigentlich darfst du dann nicht über die Flanken kommen. Ich spiele sehr gerne über die Flanken. Ja, und ich mache gerne schöne Flankenbälle, die von einem Stürmer zum Kopfball eingenetzt werden sollen. Das sind so die Gegebenheiten. Also deshalb, ich habe ja im Fußballmanager von EA, habe ich immer die 4-4-2-Taktik gespielt und immer mit Raute. Und zwar mit der großen Raute, mit linken und rechten Mittelfeldspieler. Und ich habe immer Flanken schlagen lassen auf die Stürmer im Strafraum. Und diese Gewohnheit, also ich bin ein sehr offensiver. Also ich sehe es gern, wenn viel offensiv läuft, wenn viel Action ist, wenn viele Torchancen entstehen. Und ich spiele gerne so, dass ich 2+ Tore mache mit meiner Mannschaft. Ah, jetzt juckt meine Nase. So, und mit dieser Maßgabe bin ich an diese Mannschaft dran. Und ich muss einfach mir eingestehen, nach den ganzen Spielen, die wir bis jetzt gesehen haben, dass diese Mannschaft eben nicht dafür taugt. Sie taugt dafür einfach nicht. Klingt hart, aber ist nur einfach mal die Realität. So, Kaderinfo. Wir gehen in der Kaderinfo mal auf die Teaminfo. Wir haben hier die Möglichkeit, zum Beispiel auch nach der Stärke zu sortieren. Das habe ich halt so mehr oder weniger angepasst. Und machen uns mal Gedanken. Wen wir wie wo bringen können. Und ich bin durchaus bereit, mal ganz neue Wege zu gehen. Ich meine, wir haben Leute da vorne, die treffen nicht. Vielleicht sollten wir mal einen anderen nehmen. Wie groß ist der denn? 1,80. Das ist auch Mordsriese. Aber zumindest ist der wenigstens schnell. So, dann haben wir Kanos. Mit dem müssen wir natürlich arbeiten. Da führt kein Weg dran vorbei. Den packen wir mal mit rein. Der ist ja verletzt. Mopé gibt der erste Ersatz. Ja, Verteidiger, der muss auf dem Spielfeld stehen. Das ist unser bester Verteidiger, den wir haben. So, der soll Box-to-Box unterstützen spielen, der McLeod. Der kann zum Beispiel auch OM links spielen. Die Frage ist halt, wäre der vielleicht als Flügelspieler sogar besser als inverser Flügelspieler? Ich meine, er kann es wohl, ja? Das ist bei ihm halt die Frage, was für einen Fuß hat denn der? Stärkster Fuß ist der rechte Fuß. Dann wäre er eigentlich als inverser besser. Aber vielleicht auch nur als Unterstützen. Also ich mache jetzt die Taktik, die baue ich mal komplett um, aufgrund der Tatsache, dass ich einfach denke, dass wir gegen schwächere Mannschaften
mit der Taktik hier weiterfahren sollten. Gegen Schwächere. Das ist ganz wichtig. So. Dann packen wir Konsa dahin. Konsa ist ballspielender Verteidiger. Was ist Genevieve? Der ist ein kompromissloser Innenverteidiger oder Innenverteidiger. Dann machen wir den auch zu dem. Dann macht der hier, macht kompromissloser Innenverteidiger. Verteidigen. Der kloppt die Bälle einfach raus. Ja, wir müssen verhindern, dass wir Tore fangen. Das ist das wichtigste Ziel, was wir jetzt erstmal haben. Er hier kommt auf die Bank. Torhüter Daniel Bentley. Da haben wir ihn wieder. Der hier ist verletzt. Ja, der wird noch ein bisschen brauchen, bis er wiederkommt. Tja, Babette. Hatten wir sogar zum Kapitän gemacht. Jetzt sitzt er ganz draußen. Mokotjo wäre auch gut als DM, also als defensiver Mittelfeldspieler. Ich weiß nicht, zurückgezogener Spielmacher will ich eigentlich nicht. Ich will eher so ballerobernder Mittelfeldspieler verteidigen, hätte ich den gerne. Der soll die Verteidiger unterstützen, wenn der da vorne irgendwo rumrennt. Dann haben wir Josh Clark. Josh Clark ist für mich, ja, ich sag mal, die Waffe auf der rechten Seite im Einwechselspiel. Samuel lassen wir mal außen vor. McEshwin lassen wir mal außen vor. Der darf maximal 60 Minuten spielen. Deshalb würde ich sagen, nehmen wir den auf jeden Fall mit und wechseln den ein für Mokotjo. Das müsste eigentlich, müsste das funktionieren. Der müsste eigentlich hier Testbox-to-Box-Mittelfeldspieler. Na super. Der ist gar kein balleroberndender Mittelfeldspieler verteidigen. Aber wieso ist der Box-to-Box mit einem Abschluss von 7? Also ich sehe den eher hier in dem Bereich mit Tackling 13. Ich glaube, da macht er mehr Sinn. Na, ja, können wir spielen. Er ist nicht eingespielt, aber das kann er spielen. Das passt schon. So, dann haben wir Judge. Der ist natürlich die Waffe für hier und hier als Ersatz. Dann haben wir einen Ersatz-Torhüter. Dann haben wir Josh da Silva. Der ist leider, muss ich sagen, momentan nicht gut genug für die Bank. Genauso wie Markus Force. Cole da Silva ist momentan der einzige, den wir haben, der hier drüben spielen kann. Das ist erschreckend, aber es ist so. Normalerweise würde er hier spielen. Der ist Welten besser. Und dann hätten wir noch Platz auf der Bank für eine Person, wo wir uns überlegen müssen, wen wir dafür auf die Bank setzen. Und ich bin da, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, die Position vergeben wir mal. An Markus Force. Den können wir hier hier und hier einsetzen und hier. Und ich glaube im Mittelfeld auch noch. Also das ist der flexibelste Spieler, den wir haben. Den können wir mal mitnehmen. Außerdem haben wir hier auch noch einen 74 Kilogramm schweren, 1,84 großen, 19-jährigen Innenverteidiger, der Mittelfeld, defensives Mittelfeld einen Verteidiger spielen kann. Aber der kommt aus der Reserve. Und ist für mich jetzt mal, sag ich mal so, nicht vorrangig auf den Platz zu stellen. So, und das Ganze war, wie gesagt, jetzt durchsortiert nach der Stärke. Ich habe mir die Spiele angeguckt, wo die spielen können, habe die stärkste Mannschaft aufgestellt. So, das ist die Taktik, die wir bisher gespielt haben. Die wollen wir auch nicht verlieren. Ja, ich speichere das Ganze nochmal. Ich weiß gar nicht, welche hatte ich ausgewählt. Ach komm, wir machen sie einfach unter
NFZ New für neu. So. Ja, dann wissen wir, unter der neuen Taktik, da sind ganz andere Überlegungen schon mit reingelaufen. Ja. An der Taktik an sich will ich jetzt momentan noch nichts umstellen hier, weil das nicht die Taktik sein wird, mit der wir in nächster Zeit spielen werden. So, denn ich habe mir Gedanken gemacht und habe gesagt, wir wollen eine komplett eigene Taktik bauen, auf die Spieler zugeschnitten. Ich weiß noch nicht, welche Formation. Ich bin am Überlegen, ein 4-4-1. Ich bin am Überlegen, ein 5-3-2. Ich bin am Überlegen, also ich bin wirklich am Überlegen, ob wir mit 4 oder mit 5 Verteidigern spielen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe diese Mannschaft nicht als Angriffsmannschaft. Wir werden es vielleicht schaffen, gegen schwächere Gegner unsere bisherige Taktik zu fahren. Aber für die stärkeren Gegner brauchen wir einfach eine Lösung. Wir brauchen mehr Verteidigung. Es hört sich hart an, aber wenn ich ein Spiel gegen Stoke 0-0 spiele, habe ich einen Punkt mehr. Und das ist einfach der Punkt. Ja? Das heißt, ich suche für meine Mannschaft eine Taktik. Wo wir mitarbeiten können. Ja? 5-4-1, alter Schwede. 5-4-1, flügelbreit. Automatisch ist übrigens was, da habe ich auch was ganz Neues zu gelernt. Ich habe ein Tutorial geguckt, da hieß es, automatisch würde bedeuten, die Spieler entscheiden frei nach Spielsituationen, wie sie arbeiten, und deshalb würden die hin und her wechseln und deshalb müssten die alles können. Angriff, Verteidigung und unterstützen. Das ist totaler Blödsinn. Automatisch bedeutet, mal gucken, ob wir das hier sehen können. Nee, können wir gerade nicht reinklicken. Ein anderes Tutorial hat gesagt, automatisch bedeutet, diese Spieler entscheiden automatisch nach der Taktik der ganzen Mannschaft, wie sie die Position ausüben. Das heißt, spiele ich defensiv, sind sie im Verteidigungsmodus. Spiele ich ausgewogen, sind sie im Unterstützenmodus. Und spiele ich angriffig, sind die im Angriffsmodus. Das heißt, die müssen gar nicht alles können. Wenn ich weiß, dass ich niemals in Angriff gehe, kann ich dort auch Leute einsetzen, die im Angriff nicht gut sind, aber die gut unterstützen und verteidigen. Kann ich dann genauso einsetzen, obwohl es auf automatisch steht. Ich darf nur nicht hochdrehen auf offensiv. Ohne Stürmer, echt jetzt, wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung wert. Ich meine, wir haben nicht so viele Stürmer. Na gut, wir haben doch einige. Aber ich meine, es wäre vielleicht doch mal eine Überlegung wert. Es hört sich blöd an, ich will mich vor keinem System mehr versperren. Aber das hier ist Park Sebas. Das ist drauf ausgelegt, ich will nicht unbedingt ein Tor schießen, aber ich will mir auch keinen fangen. Ich will hier mit einem 0-0 aus dem Stadion gehen, würde ich sagen. Das ist diese Taktik. Und dass der hier auf Angreifen steht, ja gut, haben wir immer noch die Option, dass wenn der mal durchkommt, einen Ball hat, dass er ein Tor macht. Und da haben wir gute Spieler, die aus dem offensiven Mittelfeld recht gut agieren können. Judge, Watkins, wen haben wir da noch? Sawyer. Das sind alles drei Spieler, die einen guten Abschlusswert haben. Also es wäre eine Überlegung wert, auch das hier mal ins Auge zu fassen. So blöd sich das jetzt vielleicht im ersten Moment anhört. 5-2-2-1-0. Das muss ich mir mal merken. Sowas hier, da bin ich kein Freund von. Wobei auch das eine Taktik ist, wo ich sage, also ich meine, die könnte schon Potenzial haben. Wenn die sich alle zurückziehen, wir haben hier einen ballerobernden zentralen Mittelfeldspieler, hier einen Box-to-Box drin, dann haben wir 4 Leute im Angriff. Wir haben 6 Leute in der Verteidigung, wenn die sich dann noch ein bisschen mit zurückfallen lassen. Also versteht mich da nicht falsch, ja, das sind alles mal Überlegungen, die ich habe, weil ich sage, wir sind nicht die Angriffsmannschaft. Unsere Stürmer stehen vorm Tor und schießen vorbei. Und wir fangen uns hinten Tore, wir müssen hinten dicht machen, dass wir wenigstens einen Punkt kriegen. Weil wenn das Spiel 0-0 ausgeht, haben wir einen Punkt. Ja, und das Wichtige ist, wir spielen jetzt Ergebnisfußball.
Meine Erkenntnis ist, wir spielen Ergebnisfußball. Wir gehen davon aus, nicht mehr davon aus, dass wir die Spiele gewinnen, wie ich das die ganze Zeit gemacht habe. Deshalb habe ich mich ja so aufgeregt. Ich bin davon ausgegangen, dass wir die Spiele gewinnen und war enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben, die Spiele zu gewinnen. Und wir müssen einfach mal umdenken, oder ich muss einfach mal umdenken und muss sagen, wenn ich die Spiele nicht gewinnen kann, dann darf ich mir keine Tore fangen. Und wenn ich mir keine Tore fangen darf, dann muss ich dazu sehen, dass da hinten dicht ist. Also machen wir hinten dicht. Und es gibt einige Taktiken mit 5 Verteidigern, wo ich sagen würde, die sagen mir durchaus zu. Ja. Ich meine, wir haben Leute im offensiven Mittelfeld, die haben eine bessere Abschlussquote wie unsere Stürmer. Oder einen besseren Abschlusswert. Das ist erschreckend, ist das. Aber wir müssen uns eigentlich hier so Park the Bus-mäßig hinten reinstellen mit 5 Leuten in der Verteidigungskette, 2 defensiven Mittelfeldspieler davor, 2 äußere Mittelfeldspieler, ein offensiver Mittelfeldspieler. Und ja, wenn sich die Chance ergibt, dass man Konter laufen kann, dann muss der OM in der Lage sein, ein Tor zu schießen. Frei vom Torwart. Und der Rest, ja, verteidigen, 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 verteidigen. Nur keinen Ball reinlassen. Ich habe Leute gesehen, die spielen mit Libero. Ey. Defensiver geht's gar nicht. Nur hinten dicht machen. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Also es ist wirklich nicht so. Also ich glaube, das hier wäre so mit die beste Taktik, die wir am Anfang nehmen könnten. Weil, ich meine, wir haben halt Flügelspieler. Wir haben OMs. Ja? Viele davon. Und wir haben keine Mittelfeldspieler, die eingespielt sind. Aber wir haben Zentrale, wir haben OMs, wir haben Stürmer, wir haben Flügelverteidiger, wir haben Innenverteidiger. Also ich glaube, dass das hier eine ganz gute Taktik wäre, die wir mal so als Defensivgeschichte aufstellen könnten. So. Ist interessant, oder? Brauchen wir gar nicht viel umstellen. Das hier ist der entscheidende Punkt, der dazwischen liegt. Wir holen einfach mehr Farm, ziehen den hier rein und unsere Aufstellung steht. Punkt. Wow. Oder ist der absolute Knaller? Wir haben kaum irgendwas anderes umgestellt an dieser Aufstellung. Wenn ich hier hin und her wechsle, dann wandert einfach der von hier davor. Und ansonsten guckt euch das an. Flügelverteidiger, da Silva. Die werden sogar besser. Ja? Der ist ein schlechterer Außenverteidiger wie ein Flügelverteidiger hier. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß nur nicht, warum er hier einen Stoßstürmer nimmt. War das ein Stoßstürmer von Anfang an? Also ich finde es äußerst interessant. So, wir haben mit dieser Taktik leere Tafel sozusagen gestartet in dieses 5-4-1 VF Breit rein. Und jetzt geht es natürlich darum, dass wir dann zusehen müssen, dass wir zum Beispiel vorsichtig spielen und dass wir in der Angriffsbreite ein bisschen breiter auflaufen, eventuell sogar. Wobei, ich lasse mal Standard. Wir versuchen eher den Pass in die Tiefe zu spielen, weil Watkins eher ein schneller Spieler ist. Wir versuchen zum Beispiel auch das Anspiel durchs Zentrum, ja, generell durchs Zentrum. Geordneter Spielaufbau, Fokus, Spielaufbau durchs Zentrum. Da haben wir die meisten Spieler, ja. Und dann Anspiel rechts, Anspiel links. Das Problem ist, dass wir hier die 2 Außen haben. Das muss ich offen dazu sagen, weil wenn ich dann jetzt wieder früh flanken mache, das Problem ist, ich will gar nicht flanken. Wir wollen überhaupt nicht flanken. Ich würde hier am liebsten einstellen, überhaupt nicht flanken. So sage ich flache Flanken, was allerdings Nonsens ist, weil ich will überhaupt nicht, dass die flanken. Die Stürmer können eine Flanke überhaupt nicht verarbeiten. Wir sind nicht groß genug, um die Kopfbälle reinzumachen. Ich würde gerne mal wissen, wo ich einstellen kann, dass die Flanken generell bleiben lassen. Ich glaube, das müssen wir dann in Einzeleinstellungen machen. So, wir wollen Standards rausholen, weil da haben wir eine größere Chance, weil das ist ein ruhender Ball. Ruhender Ball hast du immer eine größere Chance, dass der Ball vielleicht mal reingeht. Wir wollen, weil wir nicht die großen Trippler sind, auch seltene dribbeln. Und wir wollen diszipliniert spielen. So, das ist, wenn wir im Ballbesitz sind. Wir spielen langsam.
Ja, Tempo gering. Wenn wir im Ballbesitz sind. Tempo gering. Bin sogar am Überlegen, ob wir viel geringer nehmen sollen. So nach dem Motto wie, ich hab den Ball, die Uhr tickt runter, 0-0 reicht uns. Ja, das ist die Idee dahinter. Es hört sich blöd an, aber es ist die Idee dahinter. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir, naja gut, manchmal Zeitspiel reicht. Ich bin nicht so ein Fan von Zeitspiel. So, also das heißt, wir spielen vorsichtig, das ist eh schon langsamer und ruhiger. Dann bauen wir ganz geduldig auf, durchs Zentrum. Wir hinterlaufen nicht, wir bleiben hinten. Ja, also es ist eine komplett andere Taktik. Es bedeutet, wir stehen hinten drin und wir machen nichts. So, bei Ballverlust heißt es neu formieren, nichts Gegenpressing, neu formieren. Sonst rennen die drei alle hier rüber und wollen einen, dann kommt der Ball hier rüber und da steht ein Stürmer frei und schießt ihn rein. Deshalb neu formieren, die sollen so zurückgehen, bumm, zack, peng, wir machen dicht. Hinten dicht machen. So, aber Konter. Wenn wir einen Ball haben und wir haben die Chance, Konter. Konterfußball. So, Torhüter in Ballbesitz soll, ja, ich weiß nicht, Spiel verzögern braucht er nicht, aber Spiel schnell fortsetzen braucht er auch nicht. Wir bauen auf über die Innenverteidiger. Wobei ich da sogar noch am Überlegen bin, über die gegnerische Verteidigung hinweg die Bälle zu schlagen. Also lange Abschläge weit raus, hinten weit raus. Weg mit dem Ball. Ich weiß, das geht gegen das, was ich bisher hatte. Ich hatte immer Aufbau, Ball verlieren ist nicht und so. Ich habe, wie gesagt, ich denke um. Ich denke um, ich denke, wir verlieren das Spiel sowieso. Wenn wir eine Chance haben wollen zu gewinnen, dann durch Konter, durch Neuformierung und vielleicht durch so einen langen Ball, der unseren Stürmer erreicht, hinter der Verteidigung der Gegner und der dann vielleicht einnetzt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen es testen. So, wir wollen generell weiter hinten stehen. Ja, Pressinglinie, wir pressen frühestens ab Mittellinie. Ja, wir pressen frühestens ab Mittellinie. Weiter zurück kann ich auch gar nicht. Und die Pressing-Intensität, die soll weniger aggressiv sein. Warum? Ich will nicht, dass die permanent draufstürmen wie die Deppen, sondern die sollen eher zustellen. Ich habe da noch ganz verrückte Dinger vor. Abseitsfalle verwenden wir auch nicht, weil dafür sind wir nicht schnell genug. Abseitsfalle bedeutet, wenn wir uns hinstellen und warten, dass der andere den Ball abspielt und dann gehen wir einen Schritt vor. Das heißt, du Abseitsfalle musst du spielen, wenn du weit vorne stehst. Angenommen, wir würden hier verteidigen. Hier würden unsere Innenverteidiger stehen. Wir würden absolut in die gegnerische Hälfte pressen. Dann kann ich mit Abseitsfalle arbeiten, indem ich dann zum Beispiel den Schritt über die Linie mache. Wenn hinter der Linie praktisch der Stürmer steht, mache ich einen Schritt über die Linie. In dem Moment spielt er ab. Abseits. Ja. Ist sehr gefährlich, brauchst du schnelle Innenverteidiger. Warum? Wenn der nicht im Abseits ist, wenn die Fahne nicht gehoben wird, müssen die zack zurücklaufen und müssen vor dem Stürmer praktisch hier hinten die Verteidigungslinie bilden, um den Torschuss zu verhindern. Wir haben keine schnellen Verteidiger. Wir haben generell das Problem, dass uns die Speed ist Durchschnitt und die Kopfballstärke ist unterirdisch und also wir haben keine gute Mannschaft. Punkt. Deshalb stehen wir hinten drin und sagen, nix da, Abseitsfalle. Wir lassen die Leute in ihrer Hälfte spielen, wie sie wollen. Und wir geben erst Gas, wenn die in unserer Hälfte sind. So, ich bin am Überlegen. Wir bleiben auf dem Bein. Wichtig ist, dass wir uns nicht in Scharmützel verstricken, sondern auf dem Bein bleiben, den Weg zu stellen. Wir wollen nicht reingrätschen, um den Ball zu erobern. Wir wollen auf den Beinen bleiben und so in den Weg stellen, dass er kein Passspiel machen kann. So passieren Fehler. Ja? Das heißt, man sieht es hier, im Ballbesitz haben wir viele Anweisungen gegeben. Ansonsten, im Umschaltspiel geben wir wenig Anweisungen und im Angriff geben wir auch relativ wenig Anweisungen. Ja. Das ist so meine Idee. Wir wollen mit einem Stoßstürmer spielen, wobei ich da auch noch am Überlegen bin, ob das wirklich ein Stoßstürmer sein muss. Wir fangen mal mit Stoßstürmer an.
weil wir brauchen einen, der da vorne reinrennen kann und kann dann eventuell mal ein Tor machen. Wie lange ist der eigentlich noch? Der kommt ins Mannschaftstraining zurück. Gut, dann ist er eigentlich auch gesund. Wenn das nicht funktioniert, bringen wir Maupay als pressender Stürmer und ziehen Watkins hier rüber auf die Position von Benrahma. Das ist so die Idee, die ich jetzt mal dahinter habe. Dann der McLeod, der soll ein Box-to-Box-Unterstützenspieler werden, wobei der hier, der soll ein ballerobernder Verteidiger werden. Ich hoffe, Mokotjo kann das. Passend, Tackling, Technik. Na, ich muss hier, warten wir mal, ballerobernder Mittelfeldspieler verteidigen. So, hat er alle Werte für? Passt, können wir machen. Ja, das heißt, der versucht, den Ball im Mittelfeld zu erobern. Der hier, der ist auch ein bisschen als Verteidiger da, ist aber hauptsächlich dafür zuständig, auch nach vorne zu arbeiten, hier in die Hälfte, in die Mitte mit rein. Als Box-to-Box geht er mit hier an diese Box. Das heißt, der verteidigt hier hinten an unserer Box, aber geht mit bis davor an deren Box. Und ist halt immer unterstützend tätig. So, der Flügelspieler Canos und der Flügelspieler hier, die sollen auch mit auf Angriff setzen. Wobei ich eher sagen würde, nee, eigentlich nicht. Die sollen beide auf Unterstützen setzen. Und zwar aus dem Grund, wir wollen ja gar nicht angreifen. Wir wollen ja 0-0 spielen. So, deshalb sind auch unsere Flügelspieler eher die verteidigenden Flügelspieler. Das heißt, die sollen sich mit zurückziehen und sollen entsprechend arbeiten. Ich will übrigens in der Verteidigung, will ich eng stehen. So, auch da habe ich nämlich was dazu gelernt, was die Verteidigungsbreite genau betrifft. Verteidigungsbreite eng bedeutet, dass sich alle Spieler hier ins Zentrum zurückziehen und jetzt praktisch die Gegner hier draußen sind und jetzt würden die Flanken schlagen. Eigentlich müsste ich Angst haben vor Flanken, weil unsere Spieler alle nicht groß genug sind. Der Vorteil ist, wenn die Flanken schlagen, wir haben einen Torhüter, der kann rauskommen, kann den Ball wegfausten. Schon mal das Erste. Das Zweite ist, wir haben dann hier drin fünf Spieler stehen. Die fünf. Und hier draußen auf den Flügeln haben wir zwei Flügelverteidiger, die in die Lücke reinstoßen, wo dann auch der Stürmer reinstößt. Das heißt, der Flügelverteidiger kümmert sich um den, der einen Ball hat. Und hier drinnen stehen wir richtig eng und dicht zusammen, um denen praktisch den Spaß am Spiel etwas zu verderben. Ja, das ist nämlich genau das, was wir machen müssen. Wir müssen den Leuten den Spaß am Spiel verderben. Ich bin noch am Überlegen, weil wir hier mit Samuel haben wir einen recht großen Stürmer. Da bin ich noch am Überlegen, ob wir dem eventuell auch noch auf die Bank als Option, dass wenn wir sagen, das ist schwierig. Wir haben nicht viele große Leute. Force ist noch 1,86. Das könnte auch noch helfen. Aber wenn ich mir hier angucke, ne, 1,80. Wir haben hier die meisten Spieler. Hier, Dalsgaard ist mit 1,92 noch der Größte. Er kann auch Verteidiger spielen. Da bin ich sogar am Überlegen, ob wir den hier in die Mitte ziehen sollen. Aber ihr seht, als Innenverteidiger Rückendeckung, da taucht der gar nichts. Wobei ich den auch nicht Innenverteidiger Rückendeckung spielen lassen will, sondern Innenverteidiger verteidigen. Ich weiß nicht, oder sollen wir Libero machen? Ja, es hört sich blöd an, wenn ich das so sage, aber ich meine, wir müssen gucken. Der könnte zum Beispiel Ballspieler verteidigen, könnte er recht gut. Wie händelt der denn den Ball? Ballannahme ist er gut, Deckung ist er gut, Kopfball ist er gut, Passen ist er gut, der ist 1,91. Alter, der Mefarm ist 1,91, den brauchen wir in der Mitte. Brauchen wir uns nicht lange drüber streiten. Innenverteidiger verteidigen. Gefällt mir sogar leicht besser. Er könnte beides. Die leichten Schwächen, die er hat, tut er als Innenverteidiger verteidigen allerdings ausblenden. Sagen wir es so. Den brauchen wir in der Mitte mit 1,91. Der kann die Flanken rausköpfen. So, das ist mal die Herangehensweise, die ich gehen will.
Und jetzt müssen wir eigentlich noch die ganzen Spielerpositionen durchgehen. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, wir hatten Monsterparts die letzten Tage. Die Spielerpositionen, was die denn genau machen sollen, die da auf dem Platz stehen, die gucken wir uns an in der nächsten Folge. So, die Moral unserer Mannschaft, die ist echt bescheiden, sehe ich gerade. Alter, sind die miserabel drauf. Ja. Ich hoffe, dass sich das ändert, wenn wir wieder einigermaßen gut spielen. Gut, er hier ist natürlich als Stürmer, das ist Vollversager. Und also ihr seht hier die Sternebewertung fürs Rollenverständnis, ja, die ist bescheiden. Da haben wir bessere Leute. Ich bin da am Überlegen, ob wir am Anfang vielleicht sogar sagen sollten, wie schnell ist der Samuel dann? Antritt 14 und Geschwindigkeit 14. Also eigentlich ist er nicht langsam. Wir könnten es eventuell auch mit Samuel versuchen. Wo haben wir Samuel? Ich meine, es ist nicht so, es ist. Da, ey, das gibt's doch nicht. Ich will doch einfach nur den Spieler ziehen. Es ist jetzt nicht so der Knaller. Da haben wir Ben Rama schon wieder außerhalb. Ich will Ben Rama. Was macht er denn? Ich will doch nur den Spieler ziehen. Ich will da nicht Spieler markieren. Jesus me. Dieses Spiel bringt mich irgendwann noch zum Wahnsinn, ey, wirklich. Irgendwann schreie ich laut und renne davon. Ja, ich kann's nicht halten. Also Ben Rama, für den haben wir momentan einfach keinen Platz. Ich weiß nicht, ich klicke irgendwo drauf und das ist total crazy. So, also wie gesagt, ich will den gerne deaktivieren. Ja, wunderbar, ich habe es geschafft. Ja, dann starten wir mit Samuel rein. Ich glaube, das ist besser, als wenn wir Watkins, der überhaupt nicht eingespielt ist, als Stürmer aufstellen. Wir haben die Option, wenn das hier gar nicht funktioniert, es mal mit Watkins zu versuchen. Dann hätten wir den Judge, den wir noch hier rüberziehen können. Also das ist kein Beinbruch. Und der Sawyers, das ist auch geil. Für Sawyers haben wir eigentlich überhaupt kein Einsatzgebiet, ne? Wenn ich das mal so sage. Der sitzt bei uns auf der Bank aufgrund der anderen Taktik. Alter, ey, das gibt's doch nicht. Warum will der den die ganze Zeit immer markieren? Josh da Silva oder Ben Rama? Josh da Silva. Ja, wir müssen dann auch die Bank nämlich anders aufstellen. Weil es macht keinen Sinn. Moment mal, wenn wir Jenaris da haben, Jenaris. Oh, Alter, ey, ich klicke andauernd auf die falsche Stelle. Ich will doch einfach nur den hier reinziehen. Ist das denn so ein Problem? Jenaris als balleroberender Mittelfeldspieler ist ein halbes Totalversagen mit Deckung 11. Müssen wir uns Gedanken machen. Ich meine, wir haben auch Mokotjo noch auf der Bank. Wir könnten es probieren. Also wir wechseln den, glaube ich, ein. Oder beziehungsweise wir fangen mit dem an und können den auswechseln, weil der eh nur 60 Minuten spielen kann. Wenn es überhaupt nicht funktioniert. Das sind meine Überlegungen. Ja, hier hinten, die sollen alle verteidigen. Wir haben hier fünf Spieler, ach Gott, sechs Spieler, sieben Spieler, die verteidigen. Wir haben nur einen, der angreift und wir haben drei unterstützende Spieler. Also es ist sehr, sehr defensiv. Man könnte schon mit Park Sebas vergleichen. Und ich weiß es halt nicht. Wir müssten mal gucken. Ich bin geneigt, noch eine dritte Taktik zu machen, die noch defensiver ist. Also wo die wirklich hinten drin stehen. Aber hier die Spielerrollen, die gehen wir noch im nächsten Video durch. Ich will, wie gesagt, nicht so lange machen.
Und dann bauen wir irgendwann noch eine Taktik, aber die hier wollen wir auch mal probieren. Also wir spielen jetzt, ich baue jetzt drei Taktiken, die Erfolg hatte bis jetzt, einigermaßen gegen schwächere Gegner. Und ja, jetzt baue ich noch zwei absolut defensive Panzertaktiken, weil ich sage, also ich meine, wir werden wahrscheinlich nichts gewinnen. Wir müssen zusehen, dass wir keine Tore fangen und denen einen Punkt klauen. Das ist die Aufgabe von uns. Dann kommen wir auf Punkte. So, aber ich bin hier raus. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat ja, irgendwie jetzt keinen erschrocken, dass ich jetzt schon wieder anfange, hier komplett die Taktik umzustellen. Wichtig ist, wir haben mit McLeod und Jenaris auch motivierte Spieler, die eine gute Moral haben auf dem Feld. Wir haben mit Kanos einen, der gute Moral hat auf dem Feld. Ja, Samuel ist natürlich mies gelaunt, das ist nicht gut. Der Torwart ist mies gelaunt, das ist auch nicht gut. Wir müssen dringend an der Moral unseres Teams arbeiten. Eventuell fällt uns da auch noch was ein, was wir in den Trainingsplan einbinden können. Also ich werde die Mannschaft jetzt einmal auf den Kopf stellen. Wir bauen jetzt verschiedene Taktiken. Wir werden gucken, dass wir die Moral in der Mannschaft hochkriegen. Wir werden gucken, dass wir das Training verändern. Also wir werden alles hinterfragen, was wir bisher gemacht haben, weil alles unter dem Maßgabe gemacht wurde, dass wir hier ein gutes Team haben, was Angriffsfußball spielt. Und das ist gründlich nach hinten losgegangen. Und deshalb nehmen wir jetzt die andere Option. Wir sind keine gute Mannschaft. Wir müssen uns verteidigen, was das Zeug hält, dass wir kein Tor reinkriegen. Und der Rest ist uns egal. 0-0 ist für uns ein Sieg. Ja, das ist jetzt meine Herangehensweise. Ich bin erstmal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Ich hoffe, ich kriege von euch den einen oder anderen guten Tipp noch irgendwie, worauf ich vielleicht bei der Aufstellung noch achten sollte. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Und dann machen wir einfach weiter mit dem Umbau dieser Mannschaft. Bis dahin, macht's gut. Bye bye.